Hallo zusammen, es geht weiter. Hallo Angie. Ja. Also es geht weiter da mit dem Video. Ich bin jetzt seit etwa 10 Tagen wieder am Arbeiten und habe doch einiges gemacht, so von den Installationen, Wasser, Elektrik. Nein, Elektrik kommt noch, aber Abwasser und so. Ja gut, dann legen wir gleich los. Nicht erschrecken, am Anfang ist es ein bisschen dunkel, aber ich werde dann das korrigieren im weiteren Verlauf des Videos. Ja, dann geht es ab die Post. Hä? So, ich bin mitten in der Montage. Nach 1,5 Tagen habe ich diese Leitung gelegt, die Heizleitung, Wasser, Strom, die Toilette ist gesetzt und den Boden festgeschraubt. Übrigens, das ist eine Keramiktoilette mit Zerhacker. Der Zerhacker ist da hinten drin. Hier kommt eine Wand, dann sieht man das alles nicht mehr. Ein Bidet hat es auch noch, wie immer. Ja, und jetzt kommen die Wände, weil nachher sieht das alles total anders aus. Und mit dem Handy kann man echt gute Breitaufnahmen machen. Und so muss ich einkaufen gehen mit dem Rad im Tiefschnee. Wenn es so weitergeht, brauche ich 10 Husky und einen Schlitten. Momentan ist nur noch Angie bei mir. Ayla habe ich zu Hause bei meiner Ex-Frau gelassen, weil es ein bisschen einfacher ist mit einem Hund. Aber ihr seht da, ein gutes Bike. Noch geht es zum Fahren. Aber es ist anstrengend zum Einkaufen. Ne? Das System hier dran, da habe ich fast alle Leitungen gelegt. Dann hier habe ich eine neue Pumpe. Eine Marco-Pumpe, die ist nicht eine Membranpumpe, sondern die dreht sich und mit Flügelzellen, mal gucken. Dann ein Boiler von Egna, wie heißt der? Elgena 24 Volt, 400 Watt, ohne Wärmeregister diesmal. Ich habe das Gefühl, der verliert zu viel Wärme über das Register. Darum werde ich den einfach dauernd eingeschalten lassen, über den Batteriemonitor gesteuert. Ja, und da ist der große Tank. Den muss ich noch befestigen. Da ist schon mal der Abwassertank drin. Leitungen noch nicht ganz gelegt. Dann hier die Duschleitung, die ist mal provisorisch reingestellt. Ja, und hier die Küche, der Korpus. Das Gute daran ist, es sind alles Schubladen und wenn ich die rausziehe, die gehen gut raus, komme ich da noch dazu, da hinten zu den Installationen. Hier seht ihr bereits, habe ich da installiert. Ist alles bereit. Die Heizung. Dann hier ist da die Toilette. Die habe ich auch schon montiert. Ein bisschen dunkel, hä? Ja. Moment. So. Das iPhone hat auch Licht. Ja. Dann hier mit Bidet. Da kann man ganz viel billiges Geld kaufen auf eBay. Die Leitungen habe ich schon mal montiert. Da hinten hat es ganz viele Leitungen, auch Elektro. Auf jeden Fall ist es montiert. Dann Frischwasser. Ja, der Rahmen hier habe ich auch gesetzt schon. Da kommt dann die Tür rein. Dann hier die Dusche. Da wurde gerade der Rahmen gesetzt. Ja, Abfugen noch. Dann ist das auch gemacht. Dann hier ist der Duschhahn. Ja, aber es gibt einiges zu tun. Hier habe ich mal einen Rahmen am Fenster gemacht, dann ausgeschäumt. Nachher kommt das Roller noch drauf. Ja, ich habe verschiedene Baustellen, das dauert richtig. Bin jetzt gerade an den Fenstern dran. Und zwar wird das zuerst ausgeschäumt und dann kommt eine Leiste drauf. Da seht ihr, Schaum ist dran. Es war ein Schaum, der nicht so fest quillt. Dann kommt eine Leiste drauf, weil die Fenster sind eigentlich für 60 mm Wandstärke und deshalb muss man die ein bisschen
aufschichten. Und deswegen habe ich auch keine Stufung reingeschnitten, weil man die sowieso aufschichten muss. Und jetzt ist das Ganze auch dicht. Hier auf der anderen Seite, hier kommt noch Schaum rein. Und dann kann man das Rollo drauf machen. Ja, was auch noch gemacht wurde hier, die Garage ist jetzt zu, der Wassertank ist auch drin, befestigt. Dann hier unten Boiler, da bin ich immer wieder dran, da kommt dann die Waschmaschine noch rein. Dann hier habe ich noch eine Stromleitung gezogen. Hier ist auch eine. Dann hier habe ich alles vorbereitet, da kommt jetzt dann das Möbel rein. Hier habe ich schon ausgeschäumt. So, ihr seht ihr mal die Küche. Fast fertig, die Platte oben noch befestigen und die Löcher zuschneiden. Jetzt habe ich hier ein Induktionskochfeld. Ich habe das schnell zerlegt, weil das kommt hier hinten längs rein. Nein, quer, so. Und ich kann das jedes Mal wieder rausnehmen und draußen kochen. Und deswegen muss ich den Stecker hier verändern. Der muss nämlich da hinten in der Seite rauskommen, damit er dann hier nicht im Weg ist, wenn ich da die Schublade öffne. Ja, was habe ich sonst noch gemacht hier? Also der Schreiner hat das Möbel hergestellt, nicht ich. Hä? Sonst werde ich ja nie fertig. Ja, da ist jetzt alles vorbereitet, um das Waschbecken noch reinmachen. Dann hier hinten, seht ihr, meine Waschmaschine ist drin. Die wurde befestigt mit so Muttern, die sich hinten reindrücken. Die bleiben drin, ich kann die Waschmaschine jedes Mal wieder wegmontieren. Ja, hier unten ist eigentlich auch alles montiert. Man kommt da noch dazu von hinten. Und da gibt es dann noch ein Fach, auch von der Garage her zubar. Ja, und hier der Heizkörper mal. Die Fensterrollo habe ich auch reingemacht. Jetzt geht es darum, das Brett hier zu machen und die Bank, die Hecksitzgruppe. Jawohl, gut, ich arbeite jetzt mal weiter. So, jetzt machen wir mal einen Rundgang über meine Arbeiten. Abwasser und Fäkalientank zusammen, ein Tank für beides, weil ja alles bei mir verflüssigt wird, wie Gülle. Dann hier seht ihr, das ist die Duschleitung, die ist schon angehängt. Der gelbe Schlauch ist die Entlüftung oder der Überlauf. Da oben ist der Tankgeber, haben wir schon gesehen. Hier habe ich gestern noch die Leitungen festgemacht für die Dusche, Frischwasser. So, jetzt machen wir mal einen Rundgang über meine Arbeiten. Abwasser und Fäkalientank zusammen, ein Tank für beides, weil ja alles bei mir verflüssigt wird, wie Gülle. Dann hier seht ihr, das ist die Duschleitung, die ist schon angehängt. Der gelbe Schlauch ist die Entlüftung oder der Überlauf. Da oben ist der Tankgeber, haben wir schon gesehen. Hier habe ich gestern noch die Leitungen festgemacht für die Dusche, Frischwasser. Hier ist noch Chaos, da sind Kabel verlegt, angeschrieben, das muss alles noch angehängt werden. Da ist die Heizleitung, die da oben durchgeht. Da muss man immer gucken, dass man da nicht hoch und runter geht, also keine Senkung und Steigung hat, sonst muss man überall eine Entlüftung hinmachen. Da geht sie dann hoch. Hier ist die Garage. Haben sicher meine zwei Räder Platz. Dann hier gibt es auch einen Raum zugänglich. Oben ist zu. Der Tank ist gesetzt. Frischwasser etwa 520. Dann hier der Boiler immer noch in der Garage. Dann hier gibt es noch ein Regal, das ich rausnehmen kann, damit ich da zum Wasserwerk dazu komme mit der Pumpe und allen Verzweigungen. Ja, und hier ist schon die Waschmaschine, schon drin, mit einem
öffnen und schließen, damit ich das Wasser auch abstellen kann. Dann ist hier noch ein was ist das? Überlaufschlauch, genau. Nee, da muss ich jetzt schnell studieren. Der muss ich noch irgendwo montieren. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Der Überlaufschlauch geht natürlich unten raus. Da ist der. Da hänge ich noch ein paar andere dran. Und zwar innen, damit ich nur ein Loch machen muss. Jawohl. Steckdose. Da sind wir jetzt auf der anderen Seite, da kommen die Fäkalien durch, plus das Wasser vom Waschbecken. Das muss da noch höher. So, aber das kommt sowieso mit Druck, also das schleudert es da rein. Da muss ich dann noch testen. Ich hoffe, es gibt da keinen zu großen Überdruck. Sonst geht es bei den Sifo wieder raus. Aber ich habe ja eine große Entlüftung. Ja, hier kommt noch der Wärmetauscher. Ich wollte ihn zuerst im Motorraum machen, aber das ist da nicht so ganz einfach. Der muss nämlich flach stehen. Und jetzt muss ich halt vier Leitungen zum Motor ziehen, weil da vorne ist die Heizung. Hier ist die Heizung drin. Hier muss ich dann halt abzweigen, weil das ist jetzt eine Motorvorwärmeheizung, aber das brauche ich eigentlich nicht. Und darum werde ich die als Standheizung verwenden. Ich muss dann noch ein paar Dinge testen mit Ein- und Ausschalten, mit einem Display und so weiter. Aber das kommt dann irgendwann viel später. Ja, hier sieht man noch die Lagerung. Da kommt auch eine Feder hin. Es ist immer noch provisorisch, weil der Tank, ihr seht, der muss noch ein bisschen runter. Kein Platz, damit das Ganze sich besser bewegen kann. Ich habe ja da genügend Bodenfreiheit. Gut, jetzt gehen wir mal rein. Küche, fast fertig, noch nicht ganz. Hier muss noch lackiert werden, aber die Platte ist Schiefer. Hier ist das Waschbecken. Damit das Sifo da hinten durch Platz hat, haben wir einfach da einen Ausschnitt gemacht, damit ich da wirklich alles nützen kann, was irgendwie möglich ist. Die Türen, das sind Vollauszüge, wie ihr seht, und zwar mit Kugellager, weil wegen Sand und so, wenn die kleinen Kügelchen sonst da drin wären, dann würde das mit der Zeit versanden und dann ging es nicht mehr. Dann haben sie noch zusätzlich Schließungsdämpfer gekriegt. Jawohl. Dann die Kaffee habe ich gegessen vergessen. Induktionsplatte. Da habe ich ja eben das Kabel gewechselt und das Ziel war, dass ich die immer wieder rausnehmen kann und dann kann ich auch draußen kochen. Dahinter muss noch eine Steckdose hin, die habe ich gerade nicht. Und dann ja, wird jedes Mal draußen gekocht, wenn es das Wetter zulässt, und dann geht die einfach wieder rein. Ist auch gut zum Putzen, zum Reinigen. So, hier ist der Schrank von der Toilette. Ich habe den extra ein bisschen größer gewählt, einfach damit ich möglichst viel Platz für Regale habe. Ich muss sie noch anschließen. Die Toilette mit dem Bidet. Hinten die Heizung. Fenster sind auch drin. Ja, also man hat gerade so Platz da. Es reicht zum Stehen oder eben da zum Sitzen. Ja, hier ist noch nicht viel gegangen. Da kommt jetzt dann noch die Heizung zuerst rein und dann die Frolix Bettsystem und dann die Matratzen. Die sind jetzt schon versendet worden. Das Expansionsgefäß muss ich auch noch einmal. Das kommt da in die Dusche. Ja, möglichst hoch. Das mache ich dann nächste Woche. Ja, der Kühlschrank, der bleibt hier, wo er ist. Und hier kommt noch ein Schrank, ein Hochschrank. Da oben gibt es noch einen Schrank. Und hier wird die Mikrowelle montiert. Da hatte ich keinen anderen Platz, außer im Hochschrank. Aber das wollte ich nicht, wegen dem Gewicht. Jawohl, hier seht ihr, das gibt dann die Hecksitzgruppe.
rechts und links Sitzbank und hinten auch Sitzbank. Und ganz hinten noch etwa 30, 35 cm gibt es eine Truhe. Das ist so wegen der Garage, damit die Garage eben auch genügend groß ist. So, hier kommt der Tisch hin. Da unten ist ja der Frischwassertank. Jetzt ist es so gebaut, dass ich den Deckel wegnehmen kann. Da wird der Tisch verschraubt und dann kann ich da, unten ist der Deckel und das da ist dann schiebbar. Das kann man da mit zwei Schrauben befestigen. Da wird der Tisch befestigt. Da unten sind so Muttern schon reingehauen und dann kann ich da zum Tank dazukommen. Weil ausbauen werde ich den nicht mehr müssen. Der ist so stabil mit 12 mm Wandstärke. Aber doch, dass ich da immer dazukomme. Ja, so ist etwa der Zwischenstand. Hä? So langsam kommt was. Ja, da hinten die Steckdose für zwei und dann kommt da oben im Oberschrank noch eine Steckdose, dass man da ja die Küchengeräte benutzen kann. So, jetzt zeige ich euch noch den Tisch. Das ist der Tisch. Da wird er verschraubt mit vier Edelstahl-Senkkopfschrauben. Der Tisch ist höhenverstellbar. Hab den gekauft für, keine Ahnung, 300 oder so. Und dann war hier ein bisschen Plastik abgebrochen, stört mich aber nicht. Dann habe ich 40 Euro Reduktion bekommen. Hier drückt man, dann geht der hoch. Habe jetzt gesehen. Hoppla. So, dann kann man auch ein Bett draus machen. Und das Schöne daran, man kann den hier verschieben in alle möglichen Positionen und rechts und links. Ihr seht, super. Da kommt also die Tischplatte hin und dann wird das hier mit dem verklemmt, indem dass diese da hochgedrückt werden. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute ist wieder Sonntag, das ist immer der Ausruhetag, beziehungsweise daneben mache ich Videos oder andere Dinge. Haushalt oder was weiß ich. Es ist manchmal sehr anstrengend. Den ganzen Tag bin ich beschäftigt. Ja, aber es kommen ja dann wieder bessere Zeiten. Hier ist momentan Schneesturm schon lange. Ich versaufe langsam im Schnee. Es ist auch kalt, also ja, es ist mühsam. Ja, muss da manchmal auch durchhalten und manchmal geht es besser, manchmal geht es weniger gut. Aber jetzt, wo ich sehe, dass so langsam ja, Richtung Ende geht, hat man natürlich immer mehr Freude. Und ja, die Zeit ist ja absehbar. Noch ja, ein paar Wochen und dann habe ich es mehrheitlich geschafft. Ja gut, wenn ihr Fragen habt, dann stellt die Fragen einfach unten da bei den Kommentaren. Und ich werde vielleicht dann auch im nächsten Video darauf eingehen oder direkt beantworten oder wie auch immer. Hä? Und dann ja, sehen wir uns in zwei Wochen hoffentlich wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer Daumen hoch und macht es gut. Hä? Tschüss.